Durch Pioniergeist die Zukunft mitgestalten, das ist eines der Ziele der Salzburg AG und somit herzlich willkommen bei unserem Magazin. Vor gut einem Jahr gab es die vierte Ausgabe der InnoChallenge hier bei uns, bei der sich über 300 Firmen, also Startups aus 65 Ländern beworben haben. Aber nur die Besten sind ins Finale gekommen. Die vierte Auflage der Innovation Challenge der Salzburg AG stand ganz im Zeichen von 5G, digitalen Plattformen und Smart Energy Lösungen. Knapp 300 Bewerbungen aus 65 Ländern gingen bis zum 4. Juni 2019 bei der Salzburg AG ein. Mit der Challenge will die Salzburg AG gemeinsam mit jungen, innovativen Digitalunternehmen neue, zukunftsweisende Märkte eröffnen. Aus den ursprünglich 300 Startups lud die Salzburg AG 15 Unternehmen zur Startup-Messe im September 2019 ein. Von einer Fachjury wurden daraus 6 Unternehmen ausgewählt, die in das Innovation Camp im Oktober vergangenen Jahres einzogen. Gemeinsam mit Fachexperten der Salzburg AG wurde im dreitägigen Camp an Lösungsansätzen für diverse Fragestellungen gearbeitet. Nach Abschluss des Camps qualifizierten sich 4 Teams für die Endrunde, dem Demo-Day. Das Rennen machte schlussendlich 5G Now. Das Münchner Startup Smart Mobile Labs mit ihrem Low Latency Video Projekt setzte zur richtigen Zeit auf das Top-Zukunftsthema 5G. Für die Salzburg AG, die im Jahr 2019 eine 5G-Lizenz erworben hat, eröffnen sich dadurch neue, innovative Geschäftsfelder. Unser sehr klares Zielbild ist, dass wir zu einem digitalen Technologieunternehmen werden. Wir haben jetzt ja schon zum vierten Mal diese Innovation Challenge, diesen Wettbewerb veranstaltet. Über 300 Startups weltweit haben sich wieder bei uns beworben und das zeigt auch, wie spannend, wie attraktiv die Salzburg AG für solche jungen Unternehmen ist. Umgesetzt wird 5G Now zum ersten Mal am Salzburgring. Dort liefert ein 5G-Campus Live-Bilder von der Rennstrecke in Echtzeit. Jetzt wird es also spannend mit dem Leuchtturmprojekt. Gemeinsam mit Nokia, SML und dem Salzburgring hat die Salzburg AG den ersten 5G-Campus in Betrieb genommen. Hört sich etwas kompliziert an, ist es auch, aber bringt auf jeden Fall viele, viele Vorteile. Nach dem Sieg bei der vierten Innovation Challenge der Salzburg AG geht es für das Projekt 5G Now nun in die Umsetzungsphase. Ort des Geschehens, der Salzburgring. Diesen konnte die Salzburg AG schon während des Innovation Camps als Partner für einen 5G-Ready-Campus gewinnen. Was ist nun ein 5G-Campus? In einem begrenzten Bereich, wie etwa dem Salzburgring, wird mittels Small Cells ein begrenztes 5G-Mikronetz errichtet. Small Cells sind Funkzellen mit geringer Sendeleistung. Diese wurden von der Firma Nokia am Salzburgring errichtet. Das Mikronetz steht dann einzelnen Nutzern exklusiv zur Verfügung. Das 5G-Netz, kann man sich so vorstellen, ist im Wesentlichen vergleichbar wie mit einem See. Das heißt, wir liefern hier das Netz und dann können andere Leute Boote drauf fahren lassen. Und unser 5G-Campus ist tatsächlich nur auf den Salzburgring beschränkt. Der Projektpartner der Salzburg AG, Smart Mobile Labs aus München, liefert die notwendige Hard- und Software, um Realtime-Video von der Rennstrecke auf Mobiltelefone oder Monitore zu liefern. Dieser Service benötigt ein schnelles Funknetz. SML nutzt dafür den 5G-Campus der Salzburg AG. Heute wird das Safety Car des Salzburgrings mit Kameras ausgestattet. Diese senden die Bilder komprimiert von der Rennstrecke über die Small Cells zu den Servern. Dort wird das Signal schnell wieder zurück in den 5G-Campus eingespeist. Jetzt stehen die verschiedenen Kameraeinstellungen den Nutzern zur Verfügung. Da geht es vor allen Dingen darum, Onboard-Kameras aus den Autos zu zeigen, das heißt den Zuschauern den Service zu geben, dass man in Realzeit, also nicht so wie man das heute im Broadcast-TV hat mit einer Minute Verzögerung, sondern wirklich in Realzeit zu sehen, wie der Fahrer sich bewegt im Auto, während er in die Kurve fährt. Zusätzlich bekommt man auch noch Einblendungen mit Statistiken und weiteren Services, wie sie eigentlich heute ein normaler Fernsehzuschauer gewohnt ist, aber halt in Realzeit. Das Projekt am Salzburgring wird in 2 Ausbaustufen errichtet. Die erste Ausbaustufe umfasst die Shortlap. Diese deckt den Boxenbereich, das Fahrerlager, die Gegengerade und die Fahrerlagerkurve inklusive Startzielgerade ab.
Das Projekt am Salzburgring gehen wir in mehreren Stufen an. Das heißt, wir haben für dieses Jahr die erste Stufe realisiert, das ist der Short Lap. Kurz hinter der Boxengasse ist es schon zu Ende. Und für nächstes Jahr haben wir dann Full Coverage auf dem ganzen Ring, sodass das ganze Projekt noch interessanter wird. Aber auch jetzt schon mit dem Short Lap kann man Aufnahmen aus der Boxengasse realisieren. Man kann hier vorne im Fahrerlager einige Dinge realisieren. Das heißt, auch jetzt ist das Projekt schon realisiert, fertig und nutzbar. Der Salzburgring hat sich in den letzten 50 Jahren verändert. War ja ursprünglich ein Motorsport-Hotspot, ist er heute ein multifunktionales Veranstaltungsgelände. Von Motorsportveranstaltungen über Musikevents wie das Electric Love Festival bis hin zu Automobiltests der Industrie wird das Gelände im Nesselgraben heute genutzt. Für Salzburgring-Geschäftsführer Ernst Penninger ist das Projekt 5G in Kooperation mit der Salzburger AG ein wichtiger Schritt, um in Zukunft auch wettbewerbsfähig zu sein. Ich bin nicht hierher gekommen, um das Alte hinten zu lassen, sondern ich glaube, ich bin hierher gekommen, um einfach auf dem Alten aufzubauen und den Ring in eine weitere erfolgreiche Zukunft zu führen. Speziell mit 5G schwebt uns sicher vor, die Forschung und die Entwicklung zurück auf den Salzburgring zu holen, für die Automobilkonzerne, für autonome Fahrbetriebe, für den Rennsport der Zukunft, ganz egal welches Antriebsprinzip und welcher Motor das da jetzt drinnen ist, einfach ready zu sein und eine Plattform zu bieten, die vielleicht auf anderen Rennstrecken in der nahen Zukunft oder mittelfristig noch nicht möglich ist. Die Salzburger AG entwickelt sich immer mehr hin zu einem digitalisierten Technologieunternehmen. Mit dem Erwerb der 5G-Lizenzen im Jahr 2019 wurde ein strategisches Investment getätigt. Die daraus resultierenden 5G-Campus-Lösungen leisten einen wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Salzburg. Weiters ist geplant, 2021 das derzeitige LTE-Advanced-Netz der Salzburger AG auf den neuen 5G-Standard umzustellen. Das ist dann ein weiterer Meilenstein bei der Internetversorgung für Salzburg. Die Salzburger AG ist ja jetzt schon ein sehr, sehr starker digitaler Technologieanbieter, Technologieunternehmen. Wir sind zwar Energieerzeuger und Lieferanten, aber viel, viel stärker jetzt in Richtung Telekommunikation. Breitband, Breitbandausbau, Internet, bestes Internet in Österreich, das ist unsere Vision und unser Ziel, weil wir damit dem Kunden auch das beste Produkt bieten können. Und 5G, also die fünfte Generation im Mobilfunk, die wir letztes Jahr steigern konnten, wird uns dabei helfen, dem Kunden noch bessere Lösungen bieten zu können. Mit 5G werden Übertragungen in Echtzeit möglich sein, das heißt etwa der Salzburgring kann dann auch Motorsportübertragungen in alle Welt in Millisekunden übertragen. Die Inbetriebnahme des 5G-Campus am Salzburgring war erfolgreich und kann nun für zukünftige Veranstaltungen aller Art genutzt werden. Sollten Sie und Ihre Firma ebenfalls Ideen haben, wie man einen 5G-Campus bei Ihnen einsetzen kann, dann melden Sie sich ganz einfach bei uns. Alle Kontaktinformationen finden Sie wie gewohnt auf unserer Website. Das war's, bis zum nächsten Mal.